Geldanlage 2012 ohne Aktien geht es nicht, das sagt Wolfgang Müller von der Wolfgang Müller Wertpapiermanagement in Köln. Und wir wollen natürlich im Rahmen des Depot-Contests der DRB Bank auf die aktuellen Platzierungen schauen. Und da sieht man eindeutig, Wolfgang Müller ist mit seiner Strategie in diesem Jahr sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Mit einem ersten Platz aktuell jetzt Ende September und einem Plus von 13,3%. Wie sieht das Ganze aus, verteilt auf die Trades, auf Liquidität und so weiter? Das gucken wir uns im zweiten Teil, in der zweiten Grafik an. Depotwert 1,1 Millionen mittlerweile. Eine Menge Trades, muss man dazu sagen, 369 Stück. Und wie sieht es im Chartverlauf aus? Nun natürlich in der Höhe, in der Nähe der Höchststände in diesem Jahr, nachdem auch der DAX in den vergangenen Wochen und Monaten ja deutlich zulegen konnten. So, jetzt haben wir den Überblick gesehen, Herr Müller. Jetzt gucken wir uns natürlich Ihre Strategie im Einzelnen an. Ich habe es schon angesprochen, ohne Aktien geht es nicht. Man geht ein höheres Risiko ein, wenn man auf Aktien verzichtet, sagen Sie. Das müssen Sie uns erklären. Ja, Herr Franik, man geht ein höheres Risiko ein, wenn man auf Aktien verzichtet, weil wir denken, die Aktienanlage ist aktuell unter verschiedenen Gesichtspunkten sehr, sehr attraktiv. Wenn wir uns die Bewertungen anschauen, bleiben wir einfach hier zu Hause in Deutschland, so finden wir bestens aufgestellte Unternehmen zu äußerst attraktiver Bewertung. Wir haben attraktive Dividendenrenditen, wir haben attraktive Zukunftsperspektiven, wir haben eine unternehmerische Beteiligung, sprich eine Sachwertanlage in der Aktie. Das sind für uns alles Argumente zu sagen, es sprechen deutlich mehr Argumente für die Aktie als dagegen. Und damit sind Sie ja auch bisher sehr erfolgreich im Depot-Contest gewesen. Nur Sie sagen selbst, so ganz 100% traue ich dem Frieden und dem Braten nicht und fahren mit angezogener Handbremse. Was heißt das? Das ist richtig. Sie sehen mich heute wirklich hier stehen mit zwei Seelen in meiner Brust. Ich muss wirklich sagen, was uns gut gefällt, sind die gerade eben geschilderten Kriterien bei der Aktie. Was uns weniger gut gefällt, ist ein Umfeld, was doch sehr stark politisch getrieben ist und insbesondere auch aktuell durch eine Menge Geld, was die Zentralbanken mittlerweile weltweit auf die Märkte schicken. So, und wie das enden wird, es bereitet mir zumindest, ich will nicht sagen ein bisschen Sorge, aber man sollte sehr gut darüber nachdenken. Und so sichern Sie eben dieses Depot ab. Wie funktioniert das? Wie kann das der Privatanleger nachvollziehen? Wir haben es im Depot-Contest relativ simpel über Short-ETFs, also ETF-Fonds, Short. Der DAX geht runter, der Short-ETF gewinnt, geht rauf. In unseren Mandantendepots machen wir es teilweise über entsprechende Optionen, über Optionsscheine, über Termingeschäfte, also eine ähnliche Absicherungsstrategie. Letztlich kann es jeder Privatanleger genauso machen. Und das ist dann diese berühmte angezogene Handbremse, eine Versicherungsprämie, die man da quasi mit einbaut. Wenn wir über Einzelwerte sprechen aus diesem Depot, zwei haben wir rausgesucht oder haben Sie uns mitgebracht, die SGL Carbon beispielsweise, hat in den vergangenen Monaten deutlich profitieren können von einem Bieterwettstreit zwischen VW und BMW. Hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, die Situation. Wie schätzen Sie die Lage für SGL aktuell ein? Ja, das ist für uns, gerade wie Sie sagen, das hat sich etwas beruhigt. Das ist für uns ein schönes Signal, dann einzusteigen, etwas antizyklisch und zu sagen, wir haben einen Weltmarktführer in Bereichen, die sehr, sehr zukunftsträchtig sind. Einmal ein zyklischer Bereich, Graphitelektroden für Stahl- und Aluminiumschmelze. Aber der wesentlich interessante Bereich sind Carbonfasern für Leichtbau im Automobilbereich und im Flugzeugbau. Sehr zukunftsträchtig. Was uns weiterhin gefällt, ist die gerade von Ihnen erwähnte Aktionärsstruktur, die Nähe zu VW und zu BMW. Und Blick ins Ausland, da haben es Ihnen eher die Minenwerte angetan. Richtig, hier haben wir das Thema seltene Erden dürfte auch vielen Anlegern bekannt sein. Und wir haben, denke ich, einen Einzelwert rausgesucht, etwas spekulativ, aber mit sehr gutem selektiertem Hintergrund, Linas. Australischer Minenwert hat etwas länger auf eine Betriebserlaubnis in Malaysia warten müssen. Diese vorläufige Betriebserlaubnis ist jetzt gekommen. Das alles, diese Ausschöpfung dieser Mine ist längst noch nicht im Preis, im Kurs drin, sodass wir da durchschnittlich etwas längerfristig sehr schönes Kurspotenzial sehen.
Schlussfrage, Blick nach vorn. Welche Erwartungen haben Sie an den Rest des Börsenjahres? Da kann ich mich nur dem anschließen, was ich eben eingangs gesagt habe. Ich würde nach wie vor etwas mit angezogener Handbremse fahren. Ich denke, das wird freundlich verlaufen, aber es bleibt schwierig, die Prognose zu stellen, wie die EZB-Gelder, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Gut, das ist auch eine Aussage. Angezogene Handbremse und profitieren von weiter steigenden Kursen. Und Sie haben es eindrucksvoll bewiesen, bisher in diesem Jahr im Depot-Contest der DRB Bank. Das war Wolfgang Müller, Vermögensverwalter. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.